Schön. Könnt ihr mich überhaupt sehen in dieser Dunkelheit? Wunderbar. Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen heute zu meinem Video Wissen ist Macht. Und ich möchte erstens mal meine Zuschauer hier wieder in dieser neuen Folge vieles näher bringen. Ihr wisst, es kommt bei mir sehr wenig zurzeit. Ist alles beruflich, ich muss es nicht erklären, es wird sich alles ändern. Ende August, September ist alles wieder normal. Alle drei Tage kommt ein Video und das ist eigentlich super, weil da kann ich meine komplette Intensivität, meine komplette Power in dieses Format Wissen ist Macht einordnen. Heute geht es um Fettleibigkeit, um Drogen. Und wie weit Drogen schon vorgewandert sind in unserer Welt. Marihuana. Der junge Zocker geht öfters mal in Call of Duty Lobbys. Und das mache ich gerne. Ich rede gerne nämlich mal mit Leuten. Ich bin nämlich nicht der typische Call of Duty Spieler. Wenn ich spiele, dann spiele ich nicht wegen dem Call of Duty. Nein, ich spiele für die Gespräche. Hört sich ein bisschen komisch an. Ich verstehe da, was ihr meint. Natürlich. Ist der dumm? Was labert der? Hat der gekifft? Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen Joint geraucht und noch nie Kokain genommen. Glaubt man gar nicht, wenn man mich so sieht, aber ich brauche es einfach nicht. Ich will es nicht haben, ich möchte es nicht. Aber der junge Zocker geht ja öfters in Call of Duty Lobbys rein. Jetzt gucke ich hier gerade Algerien gegen Deutschland und Thomas Müller schießt und es ist ein Tor, ist das ein Tor für Deutschland? Nein, Algerien abgeblockt. Auf jeden Fall, geht es mir ja eigentlich um Drogen. So, ich rede da also in dieser Lobby. Hey! Eldrix! Blödes Beispiel. Hey, Wampelbacke24! Rauchst du Marihuana? Und da kannst du jeden fragen, die sagen dir alle ja. Es ist einfach fortgeschritten und teilweise rauchen Leute, von denen ich gar nicht gedacht habe. Man muss es heute einfach so akzeptieren, wie es ist. Marihuana ist in der Gesellschaft total angekommen. Und viele wollen es nicht wahrhaben, aber es ist so, Marihuana ist eine Volksdroge. Und das ist überhaupt nicht schlimm, weil die Leute in meinen Augen gar nichts Böses tun. Ich meine, wenn jemand Marihuana raucht, dann gibt er mir vielleicht sogar noch was ab und schenkt mir sogar was. Marihuana ist nicht schädlicher als eine Zigarette. In einer Zigarette befindet sich Teer, Kohlenmonoxid, teilweise auch radioaktive Substanzen. In Marihuana ist das teilweise nicht, wenn es rein ist. Verboten ist es dennoch. Verbote bringen natürlich aber auch leider Gefahren. Mexiko, Drogenkriege, muss man glaube ich gar nichts darüber sagen. Diese Verbote haben eher etwas verschlechtert, muss ich sagen. Man sollte eher legalisieren. Harte Drogen, wie dieses Heroin hier, was natürlich kein Heroin ist, sondern eine Arztspritze, die jedes Kind kaufen kann, das muss verboten werden. Crocodile, Crack, Crystal Meth, das sind böse Drogen. Weil wenn du diese Drogen nimmst, dann hast du wirklich nicht mehr viel von deinem Leben. Fettleibigkeit. Ein wichtiges Thema. Ich habe eine Sendung gesehen, die heißt Biggest Loser. Da geht es um Abnehmen, wer am meisten abnimmt. Zufällig gesehen wieder auf irgendeinem Videoportal, habe ich geguckt auf jeden Fall und muss klar sagen, dicke Menschen sind die nettesten Menschen, die ich kenne, die mir untergekommen sind. Total nett, total liebevoll und in Deutschland gibt es immer diese Verachtung von dicken Menschen, die Tussen. Ne? Es gibt ja, sag ich mal, so Tussen und so hochnäsige Streber. So Versicherungsarschlöcher, die sagen, hey, guck mal, voll dick der Typ, echt. Hey, du fettes Sau. Die sagen das dann auch noch zu dem. Die haben keinen Respekt. Absolut respektlos. Ob jemand dick ist oder ob jemand magersüchtig ist wie ich, ist doch völlig egal. Wir haben alle eine Seele. Das weiß jeder. Ob der Buddhismus, ob der Islam, ob Christentum oder ob eine andere Weltreligion. Die Seele ist weltweit vertreten. Die Seele ist wichtig. Die Seele hat jeder. Die Seele ist in jeder Religion vertreten. Und somit sehe ich eigentlich auch diese Seele. Man kann sie nicht erklären, aber sie gibt es. Gefühle. So, dieses Gefühl einfach.
Menschlichkeit zu zeigen. Das vermisse ich heute in dieser harten und grausamen Welt. Und die Welt ist grausam. Die ist nicht so Pille-Palle. Nee, die ist hart geworden. Na, respektlos. Aber es gibt noch Leute, die wirklich toll sind, nett sind. Und ja, man muss die finden. Man muss die finden. Ja. Aber wenn ich jemand sehe, hey, du fette Sau, das ist bösartig. Das darf man sich nicht gefallen lassen. Wenn ich auf der Straße sehe, dass irgendwelche Jugendliche dicke Menschen beleidigen, ich bin schwach, aber ich bin nicht dumm. 112, Polizei, komm vorbei und kümmere dich um das Problem. Habe ich einmal gemacht. Die waren natürlich nicht so gut auf mich zu sprechen. Der Dicke hat sich natürlich, der Übergewichtige hat sich bei mir bedankt. Aber hey, Bullen rufen. Bullen. Warum Bulle? Bulle ohne die Polizei. Ohne die Polizei wärt ihr vielleicht alle schon tot. Da hätten irgendwelche Banden eure Eltern schon abgeschlachtet. Also seid lieber mal bitte froh, dass wir die Polizei haben. Also, ich sage auf jeden Fall ciao. Haut rein.